Hallo Leute, moin moin, willkommen zurück in unserem Grow Room. Blütewoche 3 ist gestartet. Wir sind mitten in der heißen Phase und heute wird es spannend. Wie ihr sehen könnt, ist unsere männliche Malawi in voller Blüte und ich habe schon mal ein bisschen geschmökert, weil ich glaube, heute können wir anfangen, Pollen zu sammeln bei dem Kollegen und versuchen, unsere Melonade Runs damit zu bestäuben. Also, hast du Bock? Dann bleib dran, das wird gut. So Leute, hier ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die ersten Pollensäcke sind offen. Wir zoomen hier mal rein, ihr könnt das vielleicht sehen. Da zum Beispiel. Da oben geht es auch los. Wir müssen jetzt präzise arbeiten und versuchen jetzt hier möglichst viele Pollen schon mal aufzufangen. Weil ich möchte mir natürlich nach Möglichkeit nicht die Ernte hier bei dem Mädel total versauen. Deswegen gehen wir jetzt hier chirurgisch vor und schnappen uns ein Bud nach der anderen. Oder nach dem anderen besser gesagt. Und da wir das hier zum ersten Mal machen, Leute, wenn ihr Erfahrung habt damit und ich hier irgendetwas komplett falsch mache, droppt mir mal bitte die Kommentare unten voll mit euren Ratschlägen und Vorschlägen. Ich werde jetzt versuchen, diese Pollen mit einem alten Gewürzglas aufzufangen. So ist zumindest der Plan. Und wir werden mal sehen, wie gut das funktioniert. So, Freunde, hier seht ihr nochmal unsere weibliche Melonade Runs, die rechts neben der Malawi steht. Die sieht auf jeden Fall aus, als ob sie auch schon Samen in Empfang nehmen könnte, beziehungsweise männlichen Pollen in Empfang nehmen könnte, um damit dann anfangen, Samen zu bilden. Wir sehen überall die kleinen weißlichen Stempel und die Härchen sind auch zu sehen. Das entwickelt sich alles sehr gut. Also, lasst uns mal loslegen. Aber Leute, bevor wir wirklich jetzt loslegen, wollte ich nochmal einen riesen Dank an die ganzen neuen Subscriber und die vielen Likes und die Abos in den letzten Wochen und Monaten mich bedanken. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass es plötzlich so abgeht. Aber irgendwie scheint ihr den Content ja doch zu feiern. Also machen wir weiter. Wenn du das feierst, lass mir auch gerne ein Like und ein Abo und einen Kommentar da, wenn ich irgendwas falsch mache. Auch gern, wenn du Lob hast. Aber jetzt lass uns mal reinstarten. So Leute, jetzt versuche ich mal hier eine Buttspitze abzuschneiden. Wir nehmen uns mal den Kollegen hier. Und dann versuchen wir den mal erstmal schön anzusehen. Und dann packen wir ihn in ein Glas. Genau, so Leute. Ihr seht das vielleicht, hier kommt schon überall der Pollen runter. Der kommt jetzt erstmal hier rein ins Glas. So ist mein Plan. Und jetzt werde ich den Raum verlassen, vorsichtig die Blätter abschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay Leute, ich versuche jetzt hier in dem Glas, um möglichst wenig Pollen zu verlieren, die Blätter abzuschneiden. Aber ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera auffangen kann. Mit jedem Schnitt fliegen hier schon die Pollen durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich mache die jetzt einfach mal vorsichtig hier ab. Machen die hier alle ins Glas hinein. Und dann schütteln wir das ordentlich durch, würde ich vorschlagen. Und dann gucken wir mal, was am Ende unten liegen bleibt. Na, das ging daneben. Aber ist nicht schlimm. So, hier haben wir noch so einen Lümmel. Jetzt beschwert euch bitte nicht wieder in den Kommentaren, dass ich keine Handschuhe trage, Leute. Ich weiß, das hätte ich machen können, aber Gummihandschuhe sind aus. Das ist nun mal so. Heute sind keine am Start. Aber ihr wisst ja, ansonsten machen wir das immer. So, und wenn ihr mal ins Glas reinschauen wollt, so sieht das jetzt aus. So Leute, ich schnapp mir jetzt hier den Headbutt. Es tut mir irgendwie um die Malawi leid. Aber es ist, was es ist, ne? Ich kann es ja nicht ändern. Wir tun es für die Wissenschaft. Also,
Rainer, du Lümmel. Oh, ihr seht schon den Pollen hier runterrieseln vielleicht, Leute. Ich nehme es wieder mit. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich bin da jetzt mal beigegangen. Ich habe das ja gerade gesehen. Leider war das noch nicht so erfolgreich. Also wir haben kaum Pollen ernten können. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen früh dran. Man sieht auch, ein Großteil der Buds sind halt noch nicht ganz offen. Die meisten sind noch zu. Ich habe nichtsdestotrotz hier schon mal ein paar Pollen verteilt im Zelt, sodass sich unsere Melonade Runs sicherlich über den ein oder anderen Pollen freuen kann. Ich schmeiße jetzt hier auch gleich wieder die Lüftung an, sodass sich das hier schön im Zelt verteilt und die beiden miteinander Spaß haben können. Und beim nächsten Mal schauen wir noch mal rein in die Malawi, ob wir bis dahin dann Pollen geerntet bekommen. Ach ja, Leute, ich halte euch in den Shorts auf dem Laufenden. Da gibt es jetzt fast täglich immer neue Videos. Also wenn sich hier kurzfristig was tut, wie zum Beispiel, dass ich Pollen sammle, dann ist die Chance, dass ihr das in den Shorts seht, vermutlich schneller da. Ansonsten sehen wir uns das im nächsten Video nochmal an hier, an unser Malawi, und versuchen das im nächste Woche dann nochmal hier Samen zu sammeln. So, und da unsere Malawi auch irgendwann hier ausziehen wird aus dem Zelt und hier jemand Neues einziehen wird und die Melonade Runs noch ein bisschen hier drin bleibt, habe ich mir vorgenommen, dass wir diese Dame jetzt nochmal zusammen entblättern und dann schauen wir mal, wie sie sich weiterentwickelt. So, Leute, zurück nach der Trim-Session. So sieht die Dame jetzt aus. Ganz schön entblättert. Aber viele von euch haben mir in den Kommentaren geschrieben, Brudi, nimm mal mehr Blätter raus, wenn du entblätterst. Ich habe das jetzt mal gemacht. Lasst mir mal eure Expertenmeinung da. Ist das genug oder soll ich noch mehr wegnehmen? Hier sehen wir mal, was ich rausgenommen habe. Ist also schon eine ganze Menge. Also ich würde sagen, fast 50% des Blattwerks, was sie vorher hatte. Da knirscht sogar der Stuhl, weil er mir zustimmen will. So, jetzt räume ich hier eben auf und dann kommt die Malawi da wieder rein und dann sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Malawi ist wieder im Zelt drin und auch unsere entblätterte Melonade Runs hat sich wieder dazu gesellt. Was meint ihr? Kriegen wir das hin mit der Bestäubung? Und bitte lasst mir mal ein paar Tipps da, wie ich am besten den Pollen sammeln kann. Ich kann euch mal eben ein Bild da lassen von der Ausbeute. Das blende ich euch hier mal eben ein. Aber wie ihr schon seht, ist das echt ziemlich erbärmlich, was dabei rumgekommen ist. Ich habe jetzt hier drei fette Headbuds abgeschnitten und ihr seht, darunter gehen halt überall auch die Pollensäcke auf. Und vielleicht kann man das hier auf dem Blatt sehen. Da liegen auch schon überall da unten. Schaut mal. Da liegen halt auch überall schon Pollen von dieser Pflanze rum und ich würde halt gerne mir was sichern und was ernten, aber so richtig viel konnte ich halt nicht sammeln. Habt ihr eine bessere Idee, wie ich das machen soll? Droppt mir die bitte mal in die Kommentare, ja? Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei unserem Grow-Abenteuer, wo wir versuchen, unsere ersten eigenen Seeds zu produzieren. Also Männer, bis dann, hauen Sie rein, Ihr Bubatz-Brudi.